Hallo und herzlich willkommen zu Mario. Entschuldigung. Super Mario World, the Second Reality Project Reloaded. Ja, ich habe mich schon so sehr an Mario Gift abgewöhnt. Wir spielen das Second Reality Project Reloaded. Das ist ein Hack von FBI, das ist auch ein Deutscher. Surprise. Und wir fangen auch an. Mario, ich habe eine neue eine Energiequelle gefunden, welche mir es erlaubt, eine neue Luftschiffflotte zu erbauen. Sie ist fast fertig, so bereite dich vor, aufzugeben. Okay. More Ruins One oder Echoes of Birabuto? Ja, machen wir erstmal hier oben, weil es. Yay, Super Mario World ist Redon. Oh! Sieht definitiv aus wie ein Level aus. Original ist mir. Super happy. Oh, Queen. Wir nehmen den mit. Konzentriere mich gerade, weil der Weg ist doch nicht so einfach, wie man denkt immer. Hallo Yoshi, okay, jetzt ist der Hack doch rein. Jetzt kann ich wieder reden. Was kann ich noch dazu sagen zum Hack? Das ist eigentlich nun. Das ist schon ein relativ alter Hack eigentlich. Ich hätte ihn auch schon viel früher spielen können, aber. Noch ein Yoshi. Aber ich habe mir vorgenommen, jetzt zu machen, erst weil das relativ spät ist und das hier schon eigentlich ein Klassiker ist von den Hacks. Deswegen habe ich jetzt das hier genommen, weil hiermit kann man eigentlich nichts falsch machen. Bei Mario Gift war schon ein bisschen Risiko, dass es doch scheiße war, aber. War es zum Glück nicht, das war relativ gut. Original. Bonus Game. Hat funktioniert. Ich bin wieder rein. Yoshi ist ein bisschen OP. Wenn es schon mehr so Level gibt. Level geschafft und ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Hehe. Deswegen mache ich so, ich mache 3-4 Levels. Wie immer, wenn ich 3 Levels geschafft habe, gucke ich nicht nach, sag ich einfach tschüss und dann war's das. Weil dann ist es eigentlich eine featured-volle Folge. Okay, sehr tiefe Musik. Wahrscheinlich hört man die gar nicht auf YouTube, weil die zu leise ist. Eine doppelte Röhre. Und das sieht nicht mal kacke aus. Normalerweise sieht das richtig kacke aus, aber. Ja, ich bin so mutig. Ja, Buzzy Beetle. Oh, yes. Gut, ich muss mir die Mühe machen müssen. Boah, da hätte ich gerade fast sterben können. Reicht. Nochmal springen und wir haben alle Yoshi Points gesammelt. Ich weiß nicht, irgendwo hier müsste es noch so eine Röhre geben. Naja. Gehen wir weiter. Geh weg, Hammer, Bruder. Boah, mein Auge. Boah, mein Auge tut gerade ein bisschen weh. Das ist ein bisschen unangenehm. Boah. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich vor ein paar Stunden erst aufgestanden bin. Ein Wasserlevel im Koopa Lake 1. Wollte gerade Mole. Dings. Ja, ich komm da. Okay, ich komm da hoch. Ja, das ist ein Beat aus der Mario Kart.
für den fucking Super Nintendo. Ah, mein Lieblings-Mario Kart ist das für den Super Nintendo, nicht die. Und danach kommt es für. Also, es ist theoretisch einfach historisch gesehen die umgekehrte Reihenfolge, weil irgendwie das neue Spiel, wenn das merkwürdiger wird. Mario Kart 7 soll anscheinend wieder normal sein, aber ich hab's jetzt noch nicht gespielt, also kann ich nicht sagen, was es ist. Wie das ist. Oh, Bullet Bits. Deswegen, bisher mein Favorit ist das normale noch. Und dann halt 64. Und die Game Boy Advance Teil sollte man vielleicht nicht dazu zählen, weil die sind. Naja. Finde ich. Also, auf dem kleinen Bildschirm kann man wirklich nichts sehen. Eine Plattform, die sich unendlich lang bewegt. Und es ist ein Bonus, weil man hier nicht sterben kann, weil es zu einfach ist, man. Daram, Bararam, Daram. Oh, okay. Ich nehme alles zurück, hier kann man sterben. Wenn man sich doof anstellt. Vom zeitlichen her schaffen wir noch ein viertes Level, deswegen bin ich nicht so gemein und mache noch ein viertes Level. Und wir jedes nur 10 Minuten an. Das ist die erste Folge super kurz und dann werden die Folgen immer länger. So, Lakeside Castle. Okay, dann haben wir gleich World 1 geschafft im ersten Anlauf. Hört sich ein bisschen an wie Yoshi's Island Castle, Film und den normalen. Und auch irgendwas anderem. Komischerweise ist die Lava nicht redrawn. Was? Eine Cape? Das will ich hier immer machen. Mal gucken, ob ich damit fliegen kann. Mal zur Testweise. Tatsache. Naja, versuche ich zu vermeiden. Mann. Entweder bin ich im Moment wieder sehr gut heute oder. Oder ich fail auch wieder. Wieder mal ganz erbärmlich an einem billigen Shell. Wie soll ich da hochkommen? Das sind Walter-Blöcke. Ich erwarte es immer. Oh. Naja. Gib mir sogar noch Mühe und hol die Yoshi-Coins, ja. Wenn die Folge nur länger wird. Für den letzten. Oh. By the way, ich spiele den Hack eigentlich halb blind wieder, weil das der Hack ist, den ich vor vielleicht als erstes gespielt habe und dann nie wieder, weil ich keine Lust mehr auf den hatte. Oder so, keine Ahnung, eigentlich hätte ich den öfter spielen können. Also schlecht ist er nicht. Dafür, dass er 2004 gemacht wurde, original, also original und das Remake 2008.
No. Ich dachte, wäre schon. Ich wollte gerade sagen, dass da nichts ist, aber. One up. Ein neuer stinknormaler Eggie-Fight. Und den haben wir gewonnen. Super. Thank you. Verdammt, sei Halsmark. Ah ja, können nicht reden. Iggy Cooper. Der Bewacher der Nolwurf-Ruinen ist nun tot. Vernichtet, Entschuldigung. Im Nintendo-Universum gibt es keinen Tod. Mario muss nun das Monty Monument hochklettern, um sein nächstes Ziel zu erreichen, welches das Flower Plateau ist. Wow. Schlechte Übersetzung. Safe. Und das war's von The Second Reality Project Reloaded. Ja. Tschüss und bis zum nächsten Mal.